Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer 10. Vorlesung in der biologischen Psychologie. Und heute wollen wir uns ja unser Sehsinn anschauen. Im ersten Teil der Vorlesung haben wir ja gesehen, wie denn eigentlich diese Rezeptoren funktionieren, also wie durch ein Photorezeptor, durch die Absorption der Energie an einem Photorezeptor unser Retinal zerfällt und damit eine Signalkaskade, eine G-Protein-Signalkaskade im Inneren der Photorezeptoren ausgelöst wird, worauf sich dann Natrium- und Calciumkanäle schließen, unsere Photorezeptoren hyperpolarisieren und ein Glutamatausstoß reduziert wird. Und dann haben wir gesehen, wie diese Veränderung an der Glutamatfreisetzung über unterschiedliche Bipolarzellen weitergeleitet wird, anhand von unterschiedlichen Rezeptoren an den Bipolarzellen und wie diese Information dann in Off- und On-Center-Cells, also Off- und On-Zellen resultiert, die also unterschiedlich reagieren auf einen Lichteinfall, entweder mit einer verstärkten Aktivierung oder einer reduzierten Aktivierung. Zum Ende haben wir dann noch gesehen, wie denn eigentlich unterschiedliche Farben wahrgenommen werden. Und hier zentral dabei ist, dass die Aktivierung unserer unterschiedlichen farbsensitiven Zellen miteinander abgeglichen wird. Dass also das Auslesen der Aktivität aus unseren Farbsinneszellen miteinander abgeglichen wird, um so bei einer gleichmäßigen Aktivierung aus allen farbsensitiven Zellen die Wahrnehmung eines weißen Lichtes zu erzeugen und dass aufgrund von dieser gleichzeitigen Aktivierung unserer farbsensitiven Zellen dann relative Farbwahrnehmungen errechnet werden, was dazu führt, dass in unterschiedlichem Licht, also unter unterschiedlicher Lichteinwirkung, Farben unterschiedlich wirken können. Und jetzt wollen wir uns mal nochmal genauer mit der Verteilung von diesen farbsensitiven und schwarz-weiß-sensitiven Zellen auf unserer Retina beschäftigen. Sie sehen es hier in dem oberen Schaubild, im grün unterlegten Schaubild, die Verteilung von unseren Sehsinneszellen auf der Retina. Da sehen wir in Rot eingezeichnet die Rods, also die Stäbchen, die für unser skotopisches, also für unser schwarz-weiß Sehen relevant sind. Die sehen Sie vor allem in der Peripherie, also am Rand unserer Retina. Und in der Mitte der Retina, in der Fovea, im Bereich in der Sehgrube, da haben wir dann in Blau eingezeichnet unsere Cones, also unsere farbsensitiven Zellen. Und von diesen farbsensitiven Zellen, da haben wir drei unterschiedliche Arten, die auf unterschiedliche Wellenlängen des Lichtes sensitiv sind. Da haben wir also Blau, Grün und Rot sensitive Zellen, die eine höchste Erregung auf unterschiedliche Wellenlängen haben, also von unterschiedlichen Lichtwellen aktiviert werden. Und Sie sehen es auf der anderen Seite in diesen mikroskopischen Aufnahmen, das sind Draufsichten auf die Retina, wie denn diese Zellen angeordnet sind. Also da sehen Sie im oberen Schaubild eine Aufnahme aus der Fovea, wo die einzelnen hier unsere einzelnen Cones, unsere einzelnen Zapfen, sehr dicht, sehr eng gepackt sind. Und hier leiten im Grunde pro Sehsinneszelle wird die Information von einer Sehsinneszelle an eine Bipolarzelle weitergeleitet. Hier haben wir also eine sehr exakte Auflösung, also sehr kleine rezeptive Felder in der Fovea. In der Peripherie, Sie sehen es hier auf dem unteren Schaubild, da haben wir dann sowohl die schauen jetzt etwas größer aus, unsere Cones und dazwischen diese kleinen Rods, also diese kleinen Stäbchen, die hier sehr, sehr eng gepackt sind, die hier aber weiter verschaltet sind. Also hier verschalten mehrere, hier konvergieren also mehrere von diesen Stäbchen auf eine nachgeschaltete Bipolarzelle. Hier haben wir so größere rezeptive Felder und eine geringere Auflösung und vor allem weniger farbsensitive Zellen. Das heißt, unsere Farbwahrnehmung ist nicht überall konstant. Und ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, an dem wir untersuchen können, wie sich eigentlich unsere Farbwahrnehmung auf der Retina verteilt. Wenn Sie jetzt dieses Bild anschauen, dann sehen Sie hier schwarze Punkte, in der Mitte einen roten Punkt und Sie sehen vermutlich so einen regenbogenfarbigen Ring.
Das ist ja erstmal nicht verwunderlich. Sie sehen ja sowohl schwarz-weiß als auch Farben. Und jetzt würde ich Sie mal bitten, schauen Sie mal nur auf den roten Punkt, fixieren Sie also diesen roten Punkt und überlegen Sie sich mal, schauen Sie mal, beobachten Sie mal, was passiert denn mit diesem Regenbogenring? Und Sie bemerken hier vermutlich oder hoffentlich eine Extinktion, also eine Auslöschung der Farbwahrnehmung. Das heißt, unsere Farben, also diese Farbwahrnehmung, die passiert tatsächlich immer nur in der Fovea. Wenn wir jetzt unsere Fovea, unser Auge fixieren auf einen Punkt in der Mitte, dann verschwindet dieser Farbeindruck aus unserer Peripherie. Denn hier wird unser Bild, unsere visuelle Wahrnehmung wird hier ständig neu aktiviert. Und jetzt bekommen wir aus unserer Peripherie ja keine Farbeindruck mehr, keine Farbinformation mehr. Da haben wir keine farbsensitiven Zellen. Also sprich, da verblasst dieser Farbeindruck über die Zeit. Das heißt, dass wir unsere Umgebung, unsere Umwelt farbig wahrnehmen, das liegt daran, dass wir ständig kleine Augenbewegungen machen, sogenannte Sakkaden. Wir haben so ständig Augenbewegungen und aufgrund von dieser Augenbewegung nehmen wir Informationen über die Farbe unserer Umwelt wahr und halten die quasi kurze Zeit aktiv, halten die in unserem Gedächtnis, um eben hier so einen allgemeinen Farbeindruck unserer Umwelt zu bekommen. Aber Sie erinnern sich vielleicht nochmal aus dem ersten Teil der Vorlesung, da hatten wir gesehen, wie sich die Aktivierung dieser Sehsinneszellen über die Zeit verändert. Das heißt, diese einmal erzeugte Aktivierung, die verschwindet über die Zeit wieder. Also unser Seheindruck verändert sich über die Zeit. Und wenn wir diesen Seheindruck nicht durch Sakkaden, durch Augenbewegung erneuern, updaten, dann verschwindet auch unser Farbeindruck von der Welt. Und jetzt wollen wir mal anschauen, wie denn eigentlich dieser Seheindruck aus unserer Retina dann tatsächlich in unseren visuellen Kortex kommt. Dazu schauen wir uns die Signalbahn in unserem visuellen System an. Ganz wichtig, diese Signalbahn in unserem visuellen System, die ist teilweise gekreuzt. Teilweise gekreuzt bedeutet, dass wir unterschiedliche Anteile unseres Sehfeldes auf unterschiedlichen Hemisphären verarbeiten. Diese Sehbahn läuft von den Ganglienzellen, also von dieser letzten Schicht in unserer Retina, über den Sehnerv, über den optischen Nerv, durch das Chiasma opticum, die Sehkreuzung, über den lateralen Kniehöcker, das laterale Geniculatum des Thalamus, dann zu unserem visuellen Kortex. Und dabei kreuzen sich ganz bestimmte Anteile aus unserem visuellen Feld, dass beispielsweise die peripheren Anteile unseres Sehfeldes, die kreuzen sich. Also beispielsweise der rechte Bereich, der rechtsäußere Bereich aus meinem Sehfeld, aus meinem Sichtfeld, der wird ja auf den linken Bereich meines linken Auges, also auf den medialen Bereich meiner linken Retina und auf den nasalen Bereich meiner rechten Retina projiziert. Und dieser laterale Bereich meiner Retina, der kreuzt dann. Also sprich, Information, die ich von rechts bekomme, wird auf den lateralen Bereich meiner linken Retina projiziert und der kreuzt dann auf die rechte Hemisphäre. Genauso natürlich aus dem rechten Auge, also Dinge, die von links kommen, werden auf die laterale Seite meiner Retina projiziert und das kreuzt auf die andere Seite. Die nasalen Bereiche, also die Bereiche, die innen an der Retina liegen, die kreuzen nicht. Die bleiben also auf der gleichen Hemisphäre. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Bereiche unserer Retina, werden hier auf unterschiedlichen Wegen über diese Sehbahn transportiert. Und jetzt schauen wir uns mal diese Signalbahn im visuellen System im Detail an. Schauen wir uns da erstmal den Weg von unseren Sehsinneszellen, von unseren Photorezeptoren über die Bipolar- und Horizontalzellen zu den Ganglienzellen an. Das haben wir im Grunde schon im ersten Teil kennengelernt. Wir haben also eine Lichtwelle, ein Lichtteilchen, das läuft hier durch unsere Kornea, die Linse, durch den Glaskörper des Auges durch, trifft dann auf die Retina, muss durch diese ganzen Schichten der Retina durch und trifft dann auf unsere Sehsinneszellen. Hier wird dieses Photon dann an dem Retinal absorbiert und wir lösen diese ganze Signalkaskade aus, die wir im ersten Teil kennengelernt haben.
Und jetzt konvergieren ganz viele von diesen Sehsinneszellen auf wenige Bipolarzellen und wenige von diesen Bipolarzellen konvergieren dann auf die Ganglienzellen im Sehnerv. Und hier haben wir unterschiedliche Ganglienzellen. Wir haben hier nämlich zum einen die magnozellulären Ganglienzellen, wir haben die parvozellulären Ganglienzellen und wir haben die koniozellulären Ganglienzellen. Und diese unterschiedlichen Ganglienzellen, die unterscheiden sich aufgrund ihrer Größe. Wir haben nicht nur diese drei Klassen, sondern wir haben ganz allgemein etwa 20 unterschiedliche Arten von diesen Ganglienzellen, die sich unterscheiden, beispielsweise ob sie on- oder off-center sind, also wie das rezeptive Feld aufgebaut ist, ob sie große rezeptive Felder oder kleine rezeptive Felder haben, ob sie mit anhaltendem Feuern reagieren oder ob sie nur kurzzeitig feuern, ob sie auf weißes Licht, also auf Breitbandlicht oder auf ein ganz bestimmtes Farbspektrum reagieren, ob sie beispielsweise auf Bewegung selektiv sind. Also sie haben ganz, ganz unterschiedliche Klassen von diesen Ganglienzellen, aber ganz grob können wir eben drei Kategorien hier unterscheiden. Das erste sind eben unsere parvozellulären Ganglienzellen. Das sind relativ kleine Zellen, also Parvo sind die kleinen Zellkörper, die sind farbempfindlich. Die bekommen die Information also hauptsächlich aus unseren farbsensitiven Zellen, also von den Zapfen. Und diese parvozellulären Zellen, die feuern mit einem anhaltenden Feuern auf konstante Lichtreize. Also wenn wir also konstant ein Licht einer ganz bestimmten Farbe bekommen, dann bekommen hier diese parvozellulären Ganglienzellen eben konstant eine Information und reagieren auch konstant mit einem Feuern. Die adaptieren also nicht auf die Signalveränderung. Auf der anderen Seite haben wir unsere magnozellulären Ganglienzellen. Das sind relativ große Ganglienzellen. Die haben auch große rezeptive Felder. Die sind weit verzweigt. Die sind farbunempfindlich. Das heißt, die bekommen die Information von unseren Stäbchen. Also Sie sehen es hier schon wieder. Die sind weit verzweigt mit großen rezeptiven Feldern. Hier werden also Informationen von ganz, ganz vielen Stäbchen zusammengefasst. Bei den parvozellulären Zellen, mit den parvozellulären Ganglienzellen, da haben wir relativ wenige Zellen, die hier eine direkte Verschaltung haben. Bei den magnozellulären Ganglienzellen, da haben wir große rezeptive Felder. Hier konvergieren also viele Informationen auf diese Ganglien. Die sind farbunempfindlich und die reagieren auch nur mit kurzzeitigem Feuern. Also die reagieren hier vor allem auf Veränderung des Hell-Dunkel-Kontrastes. Und die führen auch zu einer sehr schnellen Übertragung durch den Sehnerv. Also hier eben sehr schnelle, sehr kurze Veränderungen, beispielsweise durch Lichtblitze, werden eben hier über diesen magnozellulären Pfad transportiert. Und dann haben wir noch eine etwas unschöne Kategorie der koniozellulären Ganglienzellen. Die sind nicht M, nicht P, also die sind hier weder Magno noch Parvo, so irgend so ein komisches Zwischending. Und man auch noch nicht so, man ist da eben noch nicht so ganz genau, hat man nicht so ganz genau raus, was die eigentlich genau machen. Die sind vermutlich vor allem relevant für die Wahrnehmung von blauer Farbe, aber so genau weiß man das alles noch nicht. Schauen wir uns also mal den Verlauf von den Signalbahnen aus den Parvo- und Magno- und koniozellulären Ganglienzellen an. Also diese Zellen, die stellen jetzt die Verbindung zwischen unserer Retina und unserem Thalamus da. Das ist also quasi eine direkte Verbindung hier aus der Retina über den optischen Nerv zu unserem Thalamus. Und hier können wir uns eben anschauen, wie ist die Organisation auf Ebene der Retina, also was ist der Output der Retina und was ist der Input in unserem LGN, also unserem seitlichen Kniehöcker, unserem Nucleus Geniculatum Laterale des Thalamus. Und wir sehen hier, dass unsere parvozellulären, also diese kleinen Ganglienzellen, die sind eben verschaltet in unterschiedlichen Schichten. Da haben wir eben Informationen von unseren unterschiedlichen Augen, also dem kontralateralen und dem ipsilateralen Auge. Das ist eben wie diese Verschaltung von rechtem und linkem Auge auf unterschiedlichen Ebenen. Und diese Verschaltung läuft in den vier äußeren Schichten des
LGN ein. Also diese LGN ist aus 6 Schichten ausgebaut. In den äußeren 4 Schichten läuft die Information aus den parvozellulären, aus den kleinen, aus den farbsensitiven Ganglienzellen ein. Immer abwechselnd das kontralaterale und das ipsilaterale Auge. Also sprich, im linken Thalamus haben wir eben abwechselnd die Information aus linkem und rechtem Auge. Und aus dem rechten Thalamus haben wir eben auch immer abwechselnd die Information aus dem linken und dem rechten Auge. In den Schichten 1 und 2, da kommt dann die magnozellulären Ganglienzellen an, also diese großen Ganglienzellen, die für Hell-Dunkel-Kontraste zuständig sind. Auch wieder hier in Schicht 2 aus dem Ipsilateralen, also im linken Thalamus, ipsilateral aus der linken Seite und in Schicht 1 kontralateral aus der rechten Seite und auf dem rechten Thalamus genau umgekehrt. Und dann haben wir zwischen diesen einzelnen Schichten, haben wir dann eben kleine Schichten, bei der die Information aus dieser komischen Zwischenkategorie, dieser Nicht-M, Nicht-MP, der koniozellulären Ganglienzellen ankommt. Und die wird eben hier immer zwischen diese einzelnen Schichten gewebt. Das heißt, Information aus unserer Retina wird also parallel in unterschiedlichen Informationen, wird also aufgeteilt in Farbinformationen aus dem linken und rechten Auge, Helligkeitsunterschiede aus dem linken und rechten Auge und diese Information wird parallel verarbeitet und kommt hier in unterschiedlichen Schichten in unserem Thalamus an. Und ganz wichtig dabei ist, dass wir hier die Retinotopie, also diese räumliche Anordnung aus unserer Retina beibehalten. Also wir finden auch auf eben des Thalamus eben nicht nur diese Anordnung von linkem und rechten Auge und Farb- und Schwarz-Weiß-Informationen, sondern benachbarte Bereiche unseres Thalamus werden auch durch benachbarte Bereiche unserer Retina aktiviert. Und dieses Prinzip dieses Schichtenaufbaus, das zieht sich von der Retina durch den Thalamus bis hin zu unserem visuellen Kortex. Auch unser visueller Kortex ist aus Schichten aufgebaut, ist aus 6 Schichten aufgebaut. Das kennen wir schon, das haben wir schon kennengelernt, diesen 6-schichtigen Aufbau. Und wir haben hier in der Schicht 4, das haben wir auch schon kennengelernt, in der Schicht 4, da kommt die afferente Information aus dem Thalamus an. Aber eben jetzt ganz interessant, unser visueller Kortex ist jetzt genau wie unser Thalamus aufgebaut aus benachbarten Bereichen, die beispielsweise Informationen aus dem ipsilateralen und kontralateralen Auge erhalten. Also, beispielsweise kommt hier in der Schicht 6 Information aus der kontralateralen Retina an. Also, schauen wir uns unseren rechten Thalamus an. In Schicht 6 unseres rechten Thalamus kommt Information aus der linken Retina an, also aus unserem linken Sehfeld. Und hier in Schicht 6 kommt eben die parvozelluläre Information, also Farbsinneseindrücke aus dem kontralateralen Auge, wird hier in Schicht 6 verarbeitet. Und diese Information läuft dann aus der Schicht 6 des Thalamus in einen Streifen in unserem visuellen Kortex, der tatsächlich relevant ist für das kontralaterale Auge. Also auch auf Ebene unseres visuellen Kortex haben wir die gleiche Retinotopie, dass eben Informationen von dem linken Auge, aus der linken Hemisphäre, aus der kontralateralen Hemisphäre auf der rechten Hemisphäre verarbeitet wird, aber eben hier aus dem ipsilateralen und kontralateralen Auge eben hier in benachbarten Streifen. Also eben ganz wichtig immer, ipsilateral, kontralateral bezieht sich auf die Augen und das Sehfeld, das wird hier gekreuzt. Ganz wichtig eben hier auch wieder der Aufbau von diesen unterschiedlichen Schichten im Thalamus, also die Schichten 3, 4, 5 und 6, die kommen hier in der Schicht 4C-Beta an und die magnozelluläre Information aus den Schichten 1 und 2, die kommen hier in Schicht 4C-Alpha in unserem visuellen Kortex an. Also diese magnozellulären Ganglienzellen, die eben für Helligkeitsunterschiede und auch Bewegung ganz relevant sind, die werden von großen Ganglienzellen in den niedrigen Schichten verarbeitet, kommen dann eben in ganz bestimmten Schichten von unserem visuellen Kortex an. Die parvozellulären Zellen werden auch eben in ganz bestimmten, in diesen äußeren Schichten des Thalamus verarbeitet, in diesen kleinen Ganglienzellen,
und kommen eben auch in dezidierten Schichten unseres visuellen Kortex an. Schauen wir uns also jetzt mal genau an, wie unser visueller Kortex aufgebaut ist. Unser visueller Kortex, der wird auch striärer Kortex genannt, denn wenn man diesen, unser Gehirn aufschneidet, dann haben wir in diesem striären Kortex Streifen. Also ist mir, da war man nicht so ganz relevant, nicht so ganz kreativ bei der Benennung dieses visuellen Kortex. Man hat das Gehirn aufgeschnitten, hat Streifen gesehen, wunderbar, nennen wir das den gestreiften Kortex. Diese Streifen, die beruhen auf Bändern von lateralen, also von horizontalen Verschaltungen. Unser visueller Kortex ist also aus 6 Schichten aufgebaut und da haben wir eben diese 6 Schichten, die wir schon kennengelernt haben, mit diesen unterschiedlichen Ebenen, auf denen unterschiedliche Informationen ankommen und eben dazwischen diese Ebenen von horizontalen Verschaltungen. Die Information aus dem Thalamus kommt eben hier in der 4. Schicht an, wird dann über die Pyramidenzellen entlang der 6 Schichten verarbeitet und eben hier über diese lateralen Verschaltungen weitergegeben. Wir haben hier unterschiedliche erregende Interneurone, wir haben hier beispielsweise Spiny Stellate Cells, die hier erregende Informationen weiterleiten, oder Pyramidenzellen, oder wir haben hier glatte Stellate Cells, die hier hemmend wirken. Wir haben also hier unterschiedliche erregende und hemmende Weiterleitung. Auch hier erinnern Sie sich nochmal dran, unser erregender Neurotransmitter Glutamat, unser hemmender Neurotransmitter, unser GABA. Falls Sie verwirrt sind, wir haben unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn, die ganz ähnliche Namen tragen. Wir haben in den Basalganglien jetzt schon das Striatum kennengelernt. Auch das ist ein Bereich, der so Streifen hat. Das muss man so ein bisschen abgrenzen. Also das Striatum in den Basalganglien hat Streifen und der striäre Kortex im visuellen Kortex hat auch Streifen, sind aber zwei unterschiedliche Bereiche. Schauen wir uns jetzt also mal an, wie die Information in unserem visuellen Kortex in diesen 6 Schichten organisiert ist. Also wir haben einen 6-schichtigen Aufbau und in der 4. Schicht bekommen wir den Input, diesen afferenten Input aus dem Thalamus, eben in 4 Schichten C-Alpha aus den magnozellulären Ganglienzellen, in 4C-Beta aus den parvozellulären Ganglienzellen. Und diese Information, die wird jetzt entlang der 6 Schichten in unserem visuellen Kortex weitergeleitet. Und dieser visuelle Kortex, der ist jetzt in einer Säulenstruktur aufgebaut. Wir haben also ganz bestimmte Bereiche in unserem visuellen Kortex, die eine ganz bestimmte Information abbilden. Die also hier innerhalb einer solchen Hypersäule haben wir die gesamte Information aus einem Bereich unserer Retina abgebildet. Da haben wir dann okuläre Dominanzsäulen, also okuläre Dominanzsäulen, das sind genau diese Bereiche, die ich vorhin genannt habe, die entweder vom kontralateralen oder ipsilateralen Auge angesprochen werden. Also hier also Bereiche aus der Retina, die von unterschiedlichen Augen eben kommen, also unterschiedliche Bereiche aus unserer Umwelt, die auf den Retina des linken und des rechten Auges abgebildet werden, werden hier nebeneinander in diesen okulären Dominanzsäulen innerhalb von so einer Hypersäule verarbeitet. Wir haben in diesen Hypersäulen auch Orientierungssäulen, also das sind Säulenbereiche, also Bereiche, die für Informationen mit einer ganz bestimmten Richtungsorientierung relevant sind. Hier werden also diese kreisförmigen rezeptiven Felder, die wir ja auf Ebene der Retina haben, zu längssensitiven rezeptiven Feldern zusammengefasst. Wir setzen hier also mehrere rezeptive Felder zusammen, um hier eine Richtungssensitivität von Zellen in unserem visuellen Kortex zu organisieren. Und wir haben schlussendlich die Blobs. Und diese Blobs, die sind relevant für die Farbverarbeitung. Also hier kommt Information aus den parvozellulären und auch koniozellulären Ganglienzellen an, um hier Farbinformation zu verarbeiten. Schauen wir uns also mal diese unterschiedlichen Bereiche unseres primären visuellen Kortex an. Innerhalb von so einer Hypersäule, also Hypersäule, das ist so diese größte Organisationseinheit in unserem visuellen Kortex. Da haben wir zum einen mal eben unsere okulären Dominanzsäulen und diese okulären Dominanzsäulen, die bilden eben einen Bereich unserer Umwelt ab, die über unsere unterschiedlichen Augen verarbeitet werden. Und wir hatten es ja schon kennengelernt, eben ein Bereich aus unserer Umwelt kommt an
und den Retinas meiner beiden Augen an und hier eben diese Information aus dem kontralateralen und der ipsilateralen Retina wird ja eben parallel verarbeitet, in den unterschiedlichen Schichten des Thalamus verarbeitet und kommt dann eben auch hier in unterschiedlichen parallel angeordneten Orientierungssäulen im primären visuellen Kortex an. Wir haben dann daneben auch Bereiche, die für eine ganz bestimmte Raumrichtung relevant sind, also hier unsere Orientierungssäulen, also hier eben Zellen, die reagieren vor allem auf Kanten mit einer ganz bestimmten Ausrichtung. Und hier haben wir eben beieinander liegend die unterschiedlichen Raumrichtungen, die eben einen 360-Grad-Zirkel im Grunde abbilden. Und dann haben wir zwischen diesen Bereichen, zwischen diesen Orientierungssäulen, haben wir dann unsere Blobs, diese farbsensitiven Bereiche, die hier vor allem Farben verarbeiten. Und Sie sehen es hier in diesen unterschiedlichen mikroskopischen Aufnahmen. Man kann tatsächlich anhand der Struktur des Gehirns hier diese unterschiedlichen Bereiche definieren, also diese unterschiedlichen okulären Dominanzsäulen. Es wird über unterschiedliche Färbemethoden der Aktivierung dargestellt. Genauso diese farbige Patches wird auch über bestimmte Färbemethoden dargestellt, die eben dann hier, ich färbe eine Ganglienzelle ein und diese Ganglienzelle, diese eingefärbte Ganglienzelle kann ich dann eben auf Ebene des primären visuellen Kortex darstellen und dabei sehen wir eben, dass benachbarte Bereiche dann hier diese Orientierungssäulen hier darstellen und hier diese Blobs, die sieht man dann tatsächlich hier als so kleine schwarze Flecken in so einem Hirnschnitt. Ganz wichtig hier bei diesen Blobs, wir haben ja vorhin schon die Young-Helmholtz-Theorie der Farbwahrnehmung basierend auf der unterschiedlichen Aktivierung unserer Zapfen kennengelernt. Mit drei unterschiedliche Zapfentypen und die relative Aktivierung dieser Zapfentypen wird in dieser Young-Helmholtz-Theorie als Farbwahrnehmung, als Kodierung des Farbeindrucks verstanden. Hier auf Ebene des visuellen Kortex wird dann hier die sogenannte Gegenfarbentheorie relevant, denn in diesen farbsensitiven Blobs werden die relative Aktivierung aus Gegenfarben verarbeitet, also beispielsweise Rot und Grün oder Gelb und Blau. Und diese relative Aktivierung trägt dann eben auch zu unserem Seheindruck bei. Wir haben also hier unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen, wie wir auf retinaler Ebene und auf kortikaler Ebene Farben wahrnehmen können. Das heißt, diese Gegenfarbentheorie argumentiert, dass unser visueller Kortex Farben als gegenseitige Kontraste definiert, aber es wird mittlerweile angenommen, dass eben beide Theorien valide, beide Theorien relevant sind, eben die aber unterschiedliche Verarbeitungsstufen in unserem visuellen System beschreiben. Das Ganze hat aber auch gewisse Probleme und da schauen wir uns jetzt mal diese Probleme dieser unterschiedlichen Farbtheorien genauer an. Auf der Abbildung, auf dem Schaubild, sehen wir jetzt nochmal ein Modell von so einer Hypersäule in unserem visuellen Kortex. Da haben wir eben unsere okulären Dominanzsäulen aus dem linken und der rechten Retina mit den Orientierungssäulen und dazwischen eben diese Blobs. Und man hat eben lange Zeit angenommen, okay, das ist so eine relativ organisierte Anordnung, die so eben schön hier Informationen parallel verarbeitet. Neuere Arbeiten haben aber eben gezeigt, dass diese parallele Verarbeitung nicht so ganz parallel und unabhängig verläuft. Wenn man jetzt nämlich nachvollzieht, wie die Information aus unseren magno-, pavo- und koniozellulären Ganglienzellen verläuft, dann sehen wir, dass auf Ebene der Retina und auf Ebene des Thalamus diese Information relativ stark getrennt voneinander abläuft. Aber eben auf Ebene unseres visuellen Kortex haben wir eine starke Verschaltung untereinander, was das Ganze eben so etwas in Zweifel zieht, dass diese Information vollkommen getrennt voneinander verarbeitet wird. Vor allem eben hier in diesen Blobs, in diesen farbsensitiven Zellen, da werden eben sowohl Informationen aus diesen koniozellulären Ganglienzellen als auch aus den parvo- und magnozellulären Ganglienzellen miteinander verschaltet. Und deswegen ist es auch so ein bisschen vertrackt zu sagen, die magnozellulären Ganglienzellen, die sind für Schwarz-Weiß, Helligkeit und Farbe und Bewegung zuständig und die
parvozellulären Zellen, die sind nur für die Farbe zuständig. Also auf Ebene der Retina, auf Ebene des Thalamus, da haben wir eine sehr starke Trennung dieser unterschiedlichen Bahnen, aber auf Ebene des visuellen Kortex, da haben wir dann eben eine relativ starke Verschaltung zwischen diesen einzelnen Bahnen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie denn diese Bahnen weiter verschaltet werden, wie die also weiterlaufen. Wie läuft also die Information in unserem visuellen System nach dem primären visuellen Kortex weiter? Da haben wir also die Information, die aus unserer Retina kommt, wenn der Thalamus verschaltet wird, die kommt hier in unserem primären visuellen Kortex an, wird dann eben hier in diesen Hypersäulen verarbeitet. Da haben wir eine retinotope Organisation, also benachbarte Bereiche aus der Retina werden an benachbarten Bereichen des visuellen Kortex verarbeitet. Und dann aus diesem primären visuellen Kortex, aus dem striären Kortex, werden dann Informationen an extrastriäre Areale, also an die höher gelegenen visuellen Areale weitergegeben. Hier läuft also die Information von dem V1, unserem primären visuellen Kortex, zu V2, unserem sekundären visuellen Kortex und dann eben von da zu eben den dorsalen und dem ventralen Strom. Hier teilt sich also die Information in unterschiedliche Informationsflüsse, die eben auch wieder spezialisiert sind für ganz bestimmte Informationen. Schauen wir uns diese Bahnen mal genau an, schauen wir uns diese Hierarchie im visuellen System also mal im Detail an. Da haben wir zum einen unsere Ventralbahn. Unsere Ventralbahn, die läuft eben hier nach dem primären und sekundären visuellen Kortex über unseren inferotemporalen Kortex, also die Unterseite unseres temporalen Kortex, hier über den Temporallappen. Das ist die sogenannte VAS-Bahn, hier also, die vor allem für die Objektidentifikation dient. Und man nennt es auch eine parvozelluläre Bahn, denn hier kommt Information vor allem eben hier, wurde lange Zeit angenommen, aus diesem parvozellulären Pfad aus unseren Ganglienzellen an. Also vor allem hier die Farbe und Form, also die objektrelevante Information wird hier verarbeitet. Auf der anderen Seite haben wir unsere Dorsalbahn. Unsere Dorsalbahn, das ist auch der Wo-Pfad, also hier wird räumliche Information verarbeitet. Hier geht es also vor allem um die Bewegungsinformation, also hier vor allem dann auch die Integration mit unserem somatosensorischen System. Hier haben wir also die Information von unserem primären visuellen Kortex über den sekundären visuellen Kortex, dann Area MT, die dann eben schon im posterioren Parietallappen liegt. Und wenn Sie sich an letzte Woche erinnern, da hatten wir dann schon kennengelernt, diese Assoziationsareale in unseren Parietallappen, wo dann eben beispielsweise räumliche Informationen aus dem visuellen System und räumliche Informationen aus unserem somatosensorischen System miteinander verschaltet werden. Das ist also hier diese Dorsalbahn, wo man eben lange Zeit angenommen hat, dass eben hier vor allem Informationen aus den magnozellulären Ganglienzellen verarbeitet wird. Das heißt, wir trennen also diese Informationen, die hier im visuellen Kortex auch parallel verarbeitet wird. Da hatten wir auch eben unseren magnozellulären, unseren parvozellulären Pfad, die zwar sehr stark miteinander interagieren, aber wir trotzdem innerhalb dieser Hypersäulen ja eine ganz bestimmte Struktur haben. Und diese Struktur teilt sich dann eben im weiteren Verlauf in unterschiedliche Verarbeitungspfade auf, dass wir eben spezialisierte Areale haben, eben im Temporallappen für die Objektidentifikation, eben beispielsweise unseren fusiformen Gyrus, der für die Gesichtswahrnehmung relevant ist, oder unseren dorsalen Pfad, der dann eben für die räumliche Orientierung und Bewegungswahrnehmung ganz relevant ist. Fassen wir das Ganze also von heute nochmal zusammen. Wir haben Augen, in diesen Augen haben wir eine Retina und auf dieser Retina haben wir photosensitive Zellen. Licht, das sind elektromagnetische Wellen, das sind Teilchen, also unsere Photonen. Und diese Photonen, die sind energiegeladen. Und diese Photonen, unsere Wellen, diese Lichtwellen, treffen jetzt auf das Retinal in unseren Photorezeptoren. Diese Lichtenergie, die wird hier absorbiert, wird hier aufgenommen. Das Retinal zerfällt und dadurch werden die Photorezeptoren, die im Ruhezustand depolarisiert sind, werden hyperpolarisiert, da hier eine G-Protein gekoppelte Signalkaskade ausgelöst wird, aufgrund von der dann die Natrium- und Calciumkanäle geschlossen werden. Das heißt, unter Lichteinfall hören unsere
Sehsinneszellen auf Glutamat freizusetzen. Und dieser Stopp in der Freisetzung von Glutamat führt an unseren Bipolarzellen zu einer unterschiedlichen Signalweitergabe. Da haben wir entweder die flachen, die nicht invaginierenden Kontakte, da kommt es über ionotrope Glutamatrezeptoren zu einer Signal-Preserving, also zu einer nicht signalumkehrenden Weitergabe der Information. Hier wird also diese Off-Information, diese Hemmung der Information weitergeleitet. Auf der anderen Seite haben wir invaginierende Kontakte, da wird über einen metabotropen Glutamatrezeptor dieses Vorzeichen umgekehrt. Hier wird also aus einer Hemmung unseres Photorezeptors eine Aktivierung unserer Bipolarzelle, hier wird also On-Information, also aktivierende Information weitergeleitet. Diese Information, die konvergiert dann an den Ganglienzellen. Also an den Ganglienzellen, da wird Information von ganz vielen Photorezeptoren zusammengefasst. Und diese Ganglienzellen, die können wir in unterschiedliche Klassen einteilen. Da haben wir entweder Parvo- oder Magnozelluläre Ganglienzellen, die eben durch ganz unterschiedliche Informationen angesprochen werden. Parvozelluläre Ganglienzellen, die bekommen ihre Information vor allem aus den farbsensitiven Rezeptoren. Magnozelluläre Ganglienzellen, vor allem aus unseren Stäbchen, die hier vor allem für Schwarz-Weiß-Kontraste relevant sind. Und diesen Magno- und Parvozellulären Pfad, zusätzlich noch unseren Koniozellulären Pfad, die werden dann eben weitergeleitet zum Thalamus. Und wir haben auf unserem linken und unserem rechten Thalamus bekommen wir jetzt Informationen aus dem kontralateralen und ipsilateralen Auge, also aus der kontralateralen und ipsilateralen Retina, Informationen über einen Bereich unserer Umwelt. Und hier auf Ebene des Thalamus werden in den 6 Schichten ganz organisiert hier Informationen entweder aus dem kontralateralen oder ipsilateralen Retina verarbeitet und eben entweder die parvozellulären Schichten in den Schichten 3, 4, 5 und 6 oder die magnozelluläre Information in den Schichten 1 und 2 oder die koniozelluläre Information in diesen Bereichen zwischen den Schichten. Und diese strukturierte, diese parallele Informationsorganisation, die zieht sich dann vom Thalamus weiter in unseren visuellen Kortex, dass wir auch hier im visuellen Kortex eine Retinotopie haben, also dass benachbarte Bereiche der Retina auf benachbarten Bereichen des visuellen Kortex verarbeitet werden und auch Informationen aus unserem kontralateralen und ipsilateralen Retina in benachbarten Bereichen verarbeitet werden, wobei unser linkes Sehfeld auf der rechten Seite unseres visuellen Kortex, unser rechtes Sehfeld auf der linken Seite unseres visuellen Kortex verarbeitet wird. Auf Ebene des visuellen Kortex haben wir dann eben Hypersäulen und innerhalb dieser Hypersäulen finden wir orientierungssensitive Säulen, wir finden farbsensitive Blobs und wir finden diese okulären Dominanzsäulen, also Informationen aus dem ipsilateralen und der kontralateralen Retina. Und diese Information, die hier parallel verarbeitet wird, die wird anschließend in einer seriellen hierarchischen Orientierung, hierarchischen Organisation weitergegeben und teilt sich hier in unterschiedliche Pfade. Zum einen eben hier unseren Dorsalpfad, der hier vor allem für Richtungs- und Bewegungsinformationen relevant ist, und unseren ventralen Pfad, der hier vor allem für Farbwahrnehmung und Objektidentifikation relevant ist. Und diese Information, die wird dann sowohl auf Ebene des primären visuellen Kortex als auch auf Ebene der Assoziationskortices miteinander verschaltet, um dann eben hier so eine komplexe, gemeinsame, integrierte Wahrnehmung bereitzustellen. Ganz wichtig dabei, wir haben hier nicht nur eine Feed-Forward-Information, also nicht nur einen einseitigen Informationsfluss, sondern wir haben auch ständig einen Rückfluss von Informationen, dass beispielsweise Erwartungen über unsere Umwelt die Aktivierung auf Ebene des visuellen Kortex beeinflussen und somit unseren Seheindruck tatsächlich dann auch beeinflussen und verändern können. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung. Wir haben heute uns das visuelle System angeschaut und ich hoffe, Sie können jetzt etwa nachvollziehen den Weg unseres Seheindruckes von der Retina über die Signalbahnen, über den Thalamus bis hin zu den visuellen Arealen im primären visuellen Kortex und anschließend eben diese serielle und parallele Verarbeitung in diesen unterschiedlichen Signalbahnen in unserem Neokortex. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir uns mit unserem Hören, mit dem auditorischen, mit der auditorischen Wahrnehmung beschäftigen.